Adam gilt als der erste Mensch und somit auch als der Vater der Menschheit. Zuerst gab es ihn und wenig später seine Frau Eva, die aus seiner Rippe erschaffen wurde. Adam, der ca. 1000 Jahre gelebt haben soll, war gleichzeitig der erste Prophet bzw. der erste Gesandte Gottes. Laut den Überlieferungen sollen Adam und Eva 125 Kinder gehabt haben, die sich miteinander vermehrt haben sollen. Unter den zahlreichen Söhnen gab es einen, der Seth hieß, und später von Gott ebenfalls zum Gesandten erwählt wurde. Einige Generationen nach Seth kam Henoch auf die Welt, der von Gott erwählt wurde und im Laufe seines Lebens ebenfalls den Rang eines Gesandten erreichte. Dieser war der Urenkel fünften Grades des Gesandten Seth und gleichzeitig der Urgroßvater dritten Grades des Gesandten Noah, der mit dem Bau der Arche Noah bekannt ist. Prophet Noah hatte vier Söhne: Sem, Jam, Ham und Japhet. Jam ist während der berühmt-berüchtigten Sintflut gestorben, da er ungläubig war und nicht in die Arche seines Vaters einstieg. Auf die anderen drei Söhne Sem, Ham und Japhet geht die Aufspaltung der Menschheit zurück. Allgemein wird nämlich angenommen, dass Araber, Assyrer, Phönizier, Hebräer und Griechen von Sem abstammen und sich in allen Ländern des Nahen Ostens und des östlichen Mittelmeerraums ausgebreitet haben. Stämme, die von Sem abstammen, werden semitische Rassen und ihre Sprache semitische Sprachen genannt. Semitische Sprachen sind Akkadisch, Aramäisch, Arabisch, Abessinisch und Hebräisch. Daher auch das Wort semitisch bzw. antisemitisch, wenn es um Judenfeindlichkeit geht. Die Afrikaner hingegen sollen von Ham abstammen. Diese nennt man Hamiten. Sie sollen Afrika zu ihrer Heimat gemacht haben. Sie sollen mit den Semiten, aber nicht mit den Arabern verwandt sein. Dabei ist zu bemerken, dass zum Beispiel die Ägypter oder andere vermeintliche arabische Völker Nordafrikas im Grunde genommen keine Araber sind, obwohl sie den Arabern am nächsten stehen und Arabisch reden. Sie gehören genau wie alle Völker Afrikas zu den Hamiten, die später arabisiert wurden. Japhet gilt als Stammvater der nordischen und asiatischen Nationen. Außerdem beziehen sich Türken auf Japhet als ihren Stammvater. Demnach stammen die Türken von Turusha bzw. Tork, dem Sohn von Tiras, der der Sohn von Japhet war, ab. Außerdem werden Japhet 11 Söhne zugeteilt, die ebenso viel Stammväter asiatischer Nationen geworden sein sollen, die sich von Europa bis Asien ausbreiteten. Dabei hat Japhet den Auftrag Gottes, die Erde zu bevölkern, am weitesten erfüllt. Der Stammbaum mit den Gesandten Gottes ging allerdings von Sem aus weiter. Wir sehen, wie der Stammbaum sich durch die zwei Söhne Sems abzweigen. Hud, Shilo und Lot sowie Shu'aib wurden über die Jahre zu Gottes Gesandten erwählt. Demnach war Prophet Abraham der Urenkel sechsten Grades von Sem. Prophet Abraham gilt sowohl im Judentum und Christentum als auch im Islam als Stammvater dieser Glaubensrichtungen. Deswegen bezeichnet man sie auch als die drei abrahamitischen Religionen. Er und seine beiden Söhne Ismael und Isaac, die ebenfalls Gesandte Gottes waren, spielen eine sehr große Rolle in allen drei Weltreligionen. Denn viele Gesandte Gottes wie zum Beispiel Moses und Jesus stammen von Prophet Jakob ab, der der Sohn von Isaac war. So war Moses zum Beispiel der Urenkel fünften Grades und David der Urenkel vierten Grades des Gesandten Isaac. Nach David kam Salomon und viele Generationen nach Salomon kam Joachim, der zwar kein Prophet, aber der Vater von Maria war, die Jesus auf die Welt brachte. Wie man anhand der Stammbaumgrafik sehen kann, stammen viele der bekannten Gesandten von Isaac ab, einschließlich Jesus. Für Ismael war allerdings ein ganz besonderer Nachfahre bestimmt. 600 Jahre nach Jesus kam nämlich Mohammed, der Siegel aller Gesandten, in Mekka auf die Welt. Er stammt viele Generationen von Prophet Ismael ab, also dem anderen Sohn des Gesandten Abraham sowie der Bruder des Gesandten Isaac. Somit war Abraham der gemeinsame Urgroßvater und Vorfahre, je nach Grad, der beiden Gesandten Jesus und Mohammed, sowie der vielen anderen Gesandten. Dementsprechend spricht theologisch und genealogisch nichts dagegen, dass Mohammed auch der erwartete Prophet der Juden und Christen war. Natürlich ganz abgesehen davon, dass er für die gesamte Menschheit gesandt wurde. Mit 40 Jahren wurde Mohammed von Gott zum letzten Gesandten erwählt und damit beauftragt, den Menschen den Islam zu überbringen.
Der Islam verkündet eine reine Form des Monotheismus. Dies bedeutet, Gott ist der eine Gott, er ist unteilbar und hat niemanden neben sich. Er ist unvergleichlich und nichts ist ihm auch nur ähnlich. Nichts geschieht ohne seinen Willen. Er ist der Erste, der Letzte, der Ewige, der Unendliche, der Allmächtige und der Allwissende. Sein Dasein hat kein Anfang und kein Ende. Er existiert seit immer und wird immer existieren. Er ist der Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Er ist der Gerechte, der Allerbarmer, der Gnädige, der Liebende, der Gütige, der Erhabene und der Preiswürdige, sowie der Wahrhaftige. Er ist der Inhaber und Besitzer aller vollkommenen Eigenschaften. Der Islam betont den einheitlichen Ursprung aller monotheistischen Religionen. Nach seiner Lehre sind dem menschlichen Geist, trotz seiner großen Möglichkeiten, bestimmte Grenzen gesetzt, die er weder mit den exakten noch mit empirischen Wissenschaften überschreiten kann. So liegt für den Menschen das sichere Wissen um die letzten Wahrheiten jenseits dieser Grenzen, und die einzige Quelle, die dem Menschen für die Erreichung dieses Wissens offen steht, ist die göttliche Offenbarung, die ihm von Anbeginn der Zeit zur Verfügung stand. Die Gesandten Gottes erschienen nämlich im Verlauf der Geschichte in jedem Land und bei jeder Gemeinschaft und überbrachten den Menschen die Weisungen Gottes. Die Menschheit wurde so auf die letzte und an die ganze Welt gerichtete Botschaft stufenweise vorbereitet. Die letzte göttliche Offenbarung, die durch den letzten Gesandten Mohammed überbracht wurde, berichtigt und ergänzt alle vorherigen Botschaften Gottes. Diese letzte Botschaft ist, wissenschaftlich beweisbar, bis auf den heutigen Tag den Menschen unverändert geblieben. Die Muslime glauben an alle Gesandte, von Adam, Noah, Abraham, über Moses, Jesus bis hin zu Mohammed, dem Siegel aller Gesandten. Die Muslime glauben an alle göttlichen Offenbarungen, von der Tora über die Psalmen und das Evangelium bis hin zum Heiligen Koran, der letzten dieser Offenbarungen, die unverfälscht geblieben ist und die all das enthält, was der Mensch zu einem gottgewollten Leben benötigt.